draußen. Das wird unser 500 Abonnenten Spezial. Mega mäßig. Ein großes Dankeschön, dass wir 500 Abonnenten unser eigen nennen dürfen. Eigentlich wollten wir es letztes Jahr schon geschafft haben. Dieses Jahr ist es soweit. 500 Leute, das ist wirklich unglaublich. Uns beiden aus Leipzig da zugucken zu wollen, ist ja nicht nur Deutschland, sondern weltweit, ja. Aber wir gehen mal davon aus, 500 Abonnenten von 80 Millionen Leuten in Deutschland. Ihr seid einer davon. Echt spitze. Ja, also wirklich ein großes, großes Dankeschön. 500 Abonnenten, das ist unser Spezialvideo, beziehungsweise, ja, Spezial. Wer kommt denn da hinten? Sieht aus wie... Lasst euch überraschen. Grüßt euch, Imkerfreunde. Grüßt euch, Abonnenten von den Leipziger Stadtimkern. Und grüßt euch, ihr zwei Leipziger Stadtimker. Ich beglückwünsche euch zu eurer 500 Abonnenten Überschreitung eures Kanals. Glückwunsch, ihr habt bis jetzt eine super Arbeit gemacht. Es ist sehr erfrischend, euch zuzuschauen. Wie gesagt, Glückwunsch dazu. Macht weiter so. Ich denke mal, ihr könnt damit noch vieles erreichen. Und für euch Abonnenten haben wir zusammen, die Leipziger Stadtimker und ich, uns ein Spezial, ein Bonus, eine Besonderheit für das Jahr 2017 ausgedacht. Aber dieses werden euch die zwei jetzt gleich mal lieber selber erzählen. In unserem Wahn und unserer Begeisterung haben wir es einfach vergessen. Deshalb holen wir es nach. Herzlich willkommen bei den Leipziger Stadtimkern. Ja, es war ja schon wieder in Vergessenheit geraten. Ihr habt es gemerkt. Ja. Das neue Jahr beginnt. Erstes Video. Viel Spaß. Ja, ihr YouTuber bzw. ihr Bienenvideo-Verfolger. Ihr habt ihn erkannt. Es war der Dirk Unger. Ein herzliches Dank für deine Glückwünsche, Dirk. Es hat uns sehr gefreut, von dir zu hören. Und noch besser ist, dass wir das Projekt mit dir starten dürfen, als unser 500 Abonnenten-Spezial, was sich über das ganze Jahr, über das nächste Jahr ziehen wird. Mal sehen, wie lange es gut geht. Aber Dirk ist an unserer Seite, da wird nichts schief gehen. Und ja, was da so Sache ist, erfahrt ihr jetzt. Ja, die Sachsen-Kombo, also Dirk Unger und wir, werden dann zwei unserer Völker auf Warmbau umstellen. Wir hatten seine Videos von Anfang an eigentlich verfolgt. Und alles haben mehrfach geschaut. Und haben uns jetzt dieses Jahr dazu entschlossen, zwei Völker auf Warmbau umzustellen. Dirk hat ja in eins seiner Videos dazu aufgerufen, dass man mit ihm Videos machen kann. Da haben wir die Chance genutzt. Also stellen wir bei uns zwei Völker auf Warmbau um. Da wir selber nicht viel Erfahrung haben, wird er öfters mal nach Leipzig kommen. Wird uns da über die Schulter schauen. Die ersten Videos werden wohl im März kommen. Das heißt, wenn dann die Frühjahrsdurchsicht ist, wird er damit schon mit dazustoßen und dann werden wir die Völker umstellen auf Warmbau. Wir berichten über jeden einzelnen Schritt, den wir mit den Völkern machen. Das heißt, von der Honigernte bis zur Einwinterung und wie sie dann im nächsten Frühjahr wieder aus dem Winter kommen. Wir werden auch nichts verheimlichen oder irgendwo was schönreden, sondern es soll für uns einfach nur eine Erfahrung sein, es soll für euch eine Erfahrung sein und ihr könnt vielleicht doch sehen, dass das doch relativ einfach ist, was Dirk dort mit seinen Völkern gemacht hat oder immer noch macht. Oder eben auch nicht. Richtig. Je nachdem, wir lassen uns überraschen. Und da wir auf dem Punkt Anfänger sind, sind wir froh, dass wir so einen erfahrenen Mann wie Dirk an unserer Seite haben. Ja, wir haben uns gefreut, dass er direkt zugesagt hat. Er selbst dreht ja nicht so viele Videos, beziehungsweise fängt er jetzt wieder an, alles und da haben wir gedacht, kommt ja zu uns mit nur 500 Abonnenten, aber ohne Wenn und Aber, machen wir, kurz besprochen, läuft. Also wirklich nochmal ein großes Dankeschön an Dirk. Das wird genial für euch, für uns,
Und wenn irgendwie die Videos euch nicht gefallen oder zu lange dauern, bis ein neues kommt, schreibt das, weil wir wollen darüber wirklich berichten. Das ist eine einmalige Gelegenheit, das mit Dirk zusammen machen zu können. Es soll einfach nur großartig werden, die ganze Geschichte. Wir wollen Erfahrungen sammeln, wollen gucken, welche Unterschiede bestehen und so weiter und so fort. Vielleicht können wir ja Zeit sparen durch diese Methode, vielleicht auch nicht, wie gesagt, ganz objektiv mit allen positiven und negativen Sachen. Da muss Dirk dann durch. Um da nochmal kurz einzuhaken, auch wir werden dann die zwei Völker ohne Abspeckgitter führen. Das haben wir schon gesagt. Also alles wie Dirk. Richtig. Genau. Dirk 2 und 3. Nee, ist nicht zu vergleichen. Ja, lasst euch überraschen, seid gespannt. Schaut gerne nochmal Dirk seine Videos an, damit ihr uns sagen könnt, ob wir alles richtig machen. Damit wir viele Beobachter haben und uns alle auf die Finger schauen. Wir freuen uns jedenfalls. Ja, wir hoffen, dass es ein cooles Projekt, was euch gefällt, uns gefällt, Dirk gefällt. Mal sehen, wie es in einem Jahr aussieht. Aber es wird einfach nur geil. Ja? Mehr kann man dazu einfach nicht sagen. Ja, und die zwei haben euch nun erklärt, was uns in diesem Jahr so vorschwebt. Ich denke mal, das kann eine ganz interessante Sache werden. Es kann viele überzeugen, dass diese Betriebsweise von mir doch recht einfach ist. Und es wird natürlich objektiv berichtet, auch die Nachteile dieser Geschichte oder auch die Fehler, die die zwei vielleicht an den Anfangsstadien machen werden. Das ist aber ganz normal und das ist schön so und das soll auch diesen Kanal ein bisschen beleben. Und ich denke, wir können hier Großes erreichen. Also macht's gut, bis zum ersten Video in unserer Kooperation Leipziger Stadtimker und Imkerei Dirks Unger. Macht's gut. Das war der erste Teil unseres 500 Abonnenten Spezialvideos, denn wie gesagt, es wird sich über das ganze Jahr und über das nächste Jahr ziehen. Nochmals danke an Dirk, ansonsten abonniert unseren Kanal, abonniert Dirks Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Seid dabei, verpasst nichts. Und in diesem Sinne sind wir erstmal weg und sagen Summ, Summ.